Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Film. Heute ist ein besonderer Tag. Ich befinde mich hier im Kanton Basel-Landschaft. Ich bin jetzt hier an einer Nebenstraße. Man hört, es fährt zwischendurch ein Auto vorbei. Wie gesagt, Basel-Landschaft, und zwar vorne unten ist das Dörfchen Eptingen, ja, der Eptinger, das Mineralwasser Eptinger kommt von dort, also Eptingen. Ein sehr traumhaft schönes Dörfchen habe ich gesehen, also auch Basel-Landschaft verbirgt so einige hübsche, schöne Örtchen und geheimnisvolle Sachen. Und hier treffe ich mich in wenigen Minuten mit meinem lieben Freund Stefan Schanz. Wir wollen uns mal auf den Weg machen, um die Spuren des Ersten Weltkrieges einmal ein bisschen aufzuwühlen, mal zu schauen, was wir hier so finden. Und wie es bei mir halt so läuft, bin ich jetzt zum Rauffahren schon auf die erste Anlage gestoßen. Eben, es ist halt nicht spektakuläres wie ein Infanterie- oder Artilleriewerk, sondern einfach vom Ersten Weltkrieg, und vielleicht treffen wir auch noch auf Objekte vom Zweiten Weltkrieg. Aber wir werden schauen, was heute so auf uns stößt, was wir so auffinden werden. Ich freue mich jedenfalls riesig, Stefan wieder zu sehen und was mit ihm zu machen. Und ich gehe jetzt mal schauen, was das da vorne unten genau gewesen ist. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, wie ihr sehen könnt, ist dies der erste Bunker vom, denke mal, doch Erster Weltkrieg. Die Scharte ist nicht aus Eisen, sondern nur betoniert. Das könnte eine Kanonenstellung gewesen sein anhand der Größe der Scharte. Und hinten sieht man, dass mit Natursteinen aufgemauert wurde, aber man sieht deutlich einen Eingang, und von der Größe her und auch die Größe des Raums und alles, würde ich sagen, dass das war tatsächlich eine Kanonenstellung hier. Hinten eben wurde zugemauert, weil jetzt da, wo ich das Auto parkiert habe, eine Waldstraße in den Wald reingeht. Und ja, Stefan war jetzt noch nicht hier, aber ich habe ihm jetzt angerufen, den Punkt geschickt, und er kommt jetzt in Windeseile zu mir, und nächstens wird er sicherlich da sein und sich an diesem schönen Objekt auch erfreuen können. Ja, jetzt ist das soweit. Der Stefan ist eingetroffen. Ich freue mich riesig, ihn wieder einmal zu sehen. Und wir haben jetzt auch schon eben diesen ersten Bunker mal in Betracht genommen und machen uns jetzt auf den weiteren Weg. Ich freue mich jedenfalls riesig, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein, mit dir endlich wieder mal was zu machen. Ja, auf haarsträubenden Abenteuern. Schön, sind Sie dabei. Sorry. Ist schon gut. Ja, so geht das bei uns manchmal. Es ist einfach alles ein bisschen improvisiert, aber ihr merkt, das ist halt dann einfach nicht nach Drehbuch, sondern einfach nach Lust und Laune bei uns. Ja, wir haben jetzt noch dann eine kleine Lagebesprechung. Ich nehme euch jetzt mal mit, oder wir nehmen euch jetzt mal mit, dass ihr eben seht, wie das bei uns so abläuft, wie wir uns organisieren, wie wir die Anlagen suchen, und einfach, dass ihr seht, wie das so läuft, dass das einfach auch mit viel Aufwand und Arbeit verbunden ist. Ja, es geht um die Fortifikation Hauenstein. Wie kann man das erklären, was das genau ist? Stellen Sie sich vor, hier, das ist die Aare. Und hier haben wir eine wichtige Stadt, Olten. Gerade im Ersten Weltkrieg sehr wichtig, die Eisenbahnstadt. Und die sollte beschützt werden. Und wir haben hier rundherum eine Berglandschaft, die sich gut eignete. Im Ersten Weltkrieg wollte man ja die Fortifikation in die Höhe bauen. Also hat man hier im Bereich des Jura angefangen zu bauen. Und wir sind heute ungefähr hier in diesem Bereich, Wiesenberg. Ein Berg, der
5 sogenannte Infanteriestützpunkte enthielt. Und wir wollen mal anschauen, was davon noch übrig ist. Die 48 Kilometer lange Front lag auf den Jurahöhen im Gebiet der beiden Jurapässe Unterer Hauenstein, Oberer Hauenstein und 8 weiteren Übergängen. Die 66 Schützengräben bildeten einen halbkreisförmigen Brückenkopf nördlich von Olten. Die Feuerlinie mit Verbindungsgräben war über 27 Kilometer lang. Es gab offene und gedeckte Stellungen für 126 Geschütze und 8 Telefonzentralen. Also das finde ich jetzt ein echt schönes Objekt. Ja, sehr. Also das sehr schick, auch eben, wie wir vorhin gesagt haben, mit den Betonnestern, dass das nicht vibriert wurde, sondern noch gestampft. Eben dieser Fortschritt vom Ersten auf den Zweiten Weltkrieg, das ist noch faszinierend. Was ich halt sehr mag, ist diese Türe. Die finde ich, die hat wirklich was. Die ist super schick, ja. Also ja. Richtig halt diese Erst-Weltkrieg-Romantik, sage ich jetzt mal, irgendwie drin. Ja. Nicht das Massive von einem Gallenhüttenwerk oder so, oder? Aber trotzdem. Ja. Ja. Habe jetzt wirklich noch Freude, haben wir das gefunden. Ja, sehr. Aber ich denke, das war vielleicht ein Schlafplatz. Ja, ich habe ja zuerst an Munition gedacht, aber eben mit dem Fenster da. Ja, und das Loch oben, das deutet für mich irgendwie auf einen Ofen hin. Ja, stimmt. Nach der Wahl zum Generalstabschef der Schweizer Armee nahm Theophil Sprecher von Berneck 1906 wegen der zunehmenden Spannungen in Europa eine Beurteilung der Bedrohungslage für die Schweiz vor, wobei er zu folgenden Schlüssen kam. Deutschland würde von sich aus kein schweizerisches Gebiet verletzen, während Frankreich im Kriegsfall mit Deutschland durch die Schweiz die unbefestigte deutsche Südfront angreifen könnte. Aufgrund dieser Analyse erarbeitete Ingenieuroffiziere detaillierte Pläne für die Schlüsselräume West, Sperrstellung Fortifikation Murten und Nord, Brückenkopf Olten mit der Fortifikation Hauenstein, die bis zum Kriegsbeginn 1914 bereit waren. Oberstdivisionär Heinrich Schiess war Kommandant der Fortifikation Hauenstein von 1914 bis 1916.
So wie ihr gesehen habt, haben wir hier den sogenannten ersten Stützpunkt gesehen. Also eben, es ist natürlich nie wie Zweitweltkrieg, diese Bunkeranlagen und so, es ist halt die kleinen Unterstände und so, aber wie ihr gesehen habt, bringen Stefan und ich noch aus den kleinsten Dingen den größten Quatsch raus. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg, weiteres zu suchen und nehmen euch dabei natürlich sehr gerne mit. So, wir waren jetzt vorhin im sogenannten Stützpunkt Winterhalden. Jetzt sind wir weitergegangen, haben schnell Mittag gegessen und jetzt sind wir hier beim Stützpunkt Lind. Und wie ihr seht, sind hier auch schon viele Sachen wieder erkennbar und sichtlich. Ich stehe jetzt hier schon wieder in einem Schützengraben und wir schauen uns jetzt hier mal um, was alles so abgeht hier und was man so sieht und findet. Nach dem Krieg stellte sich heraus, dass die französische Armee im Dezember 1915 einen Plan H, H gleich Helvetie, mit einer Stoßrichtung durch die Schweiz Richtung Süddeutschland entwickelt hatte. Die Fortifikation Hauenstein musste einen Brückenkopf gegen Norden bilden, um den Bahnknotenpunkt Olten und die Brücken im Raum Olten-Nord-Süd-Bedrohung zu schützen, sowie den Eckpfeiler Nord der Armeestellung Hauenstein-Napf quer durch das Mittelland Ost-West-Bedrohung bilden. Der Entwurf des Geniechefs der Armee von August 1914 sah zur nachhaltigen Verteidigung für die Fortifikation Hauenstein 30 Infanteriebataillone und 4 bis 5 Fußbatterien, 2 bis 3 Haubitzenbatterien und 18 bis 24 Feldbatterien mit total 96 bis 128 Geschützen vor. Von August bis Mitte November 1914 waren die Infanteriewerke, die Fuß- und Feldbatteriestellungen im feldmäßigen Grobausbau in den drei Gruppenstützpunkten vollendet und gefechtsbereit. Bis im August 1917 waren alle wichtigen Arbeiten mit 39 Kasematten Bunker beendet.
Ein großer Teil der Schweizer Armee war am Hauenstein im Einsatz, wovon heute noch die entlang der neuen Belchen-Südstraße erstellten Kantonswappen der Truppen zeugen. Für alle diese Bauobjekte leisteten die Milizsoldaten 2 Millionen Arbeitsstunden. Es wurden rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb gearbeitet, wobei eine Schicht aus 8 Stunden plus Hin- und Rückweg bestanden. Für den Bau wurden 14.000 Mann und 1.100 Pferde eingesetzt. Diese waren bei einem Angriff auf 42.500 Mann und 6.500 Pferde aufgestockt worden. Wir haben hier jetzt eine seltsame Entdeckung gemacht und noch eine heftige Diskussion gehabt. Stefan sagt, das ist ein Wasserreservoir, aber sicher nicht vom Krieg. Und ich habe eben gemeint, das sei vom Krieg, so den Deckel nach. Und vor allem ist hier beim Deckel die Inschrift wegen dem Company 1-3-19-15, also denke ich fest, dass es mit dem Krieg Zusammenhang hat. Man sieht auch unten den, also es ist leer, das Reservoir, es ist gross, aber man sieht unten den Grundablass und zwei Leitungen, die weggehen, inklusive Schiebergestänge. Und jetzt sind wir darauf gekommen, dass das fast militärisch sein muss, auch schon, weil es ein Wasserreservoir ist und nirgends abgeschlossen und nichts. Wenn es gemeindemäßig wäre, wäre ja sicher ein Schloss dran. Aber jetzt gehen wir mal weiterschauen, was hier auf uns zukommt. Ja, wir haben jetzt noch einmal einen so großen Stützpunkt gefunden. Das ist der Stützpunkt Geisshorn, den wir jetzt hier besichtigen. Eben, es ist halt Erster Weltkrieg. Wir sehen, die Schützengräben, die sind ziemlich zerfallen. Aber es hat etliche Unterstände, wo man überall rein kann und schauen. Und manchmal findet man noch so kleine spezielle Details. Und das macht es spannend. Also wir sind jetzt immer wieder fündig geworden. Auch dieser Stollen, den wir plötzlich gefunden haben am anderen Ort. Keiner weiß, wozu er gedient hat. Wir vermuten aber, dass es sich um eine Maschinenkaverne handelt. Also das heißt, dass dort vielleicht ein Notstromaggregat war. Im Zweiten Weltkrieg ist das auch ein bisschen aufgekommen mit diesen Scheinwerfern und Feindgeländeausleuchtung und so. Weil man sieht ja an der Wand rauf die Kabelhalterungen noch und unten ist so ein Sockel. Und wenn man da unten gestanden hat, war das wirklich schottendicht. Also als Stefan ganz oben war, habe ich ihm gerufen, er hörte mich nicht. Ich musste richtig schreien, dass er mich gehört hat. Und darum vermuten wir, dass das dort so wie ein Maschinenraum gewesen ist, dass man den Lärm des Motors nicht hört. Aber wir schauen jetzt mal, was wir hier noch alles so finden. So, liebe Freunde, wir sind wieder am Sitzen. Wir waren jetzt kräftig unterwegs. Wir haben jetzt diese 3 Stellungen angeschaut. Die letzte war zwar nicht mehr so spektakulär, aber trotzdem sehenswert. Ist halt Erster Weltkrieg, ist nicht wie Zweiter Weltkrieg, haben wir gemerkt, aber trotzdem spannend. Es war wieder mal schön, mit meinem Freund Stefan unterwegs zu sein, euch dabei mitzunehmen und euch zu zeigen, wie unsere Filmaufnahmen da so entstehen werden immer, oder wie sie immer entstehen, besser gesagt. Es hat mich sehr gefreut, wart ihr dabei? Mich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ja, wie Stefan gesagt hat, bleibt gesund und munter, bleibt weiterhin
aktuell auf unseren Kanälen. Wir haben beide mega Freude, dass wir so grosse Zuschauerzahlen und Abonnentenzahlen haben. Dann wissen wir, dass unsere Hobbys nicht für nichts sind, also dass sie Sinn und Zweck erfüllen. In diesem Sinne, lebt wohl, bis bald mal, euer Lorenz Manni und Stefan Jantz.